Abel, Alter. Abel noch. Wenn er noch einmal Abel sagt, Alter. Oh, ich. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier. Und ja, auch ich habe mich hinreißen lassen, am letzten Samstag die Open Beta von COD Vanguard anzuspielen. Mit Beule, Banshee und noch ein paar anderen Jungs haben wir uns ins Getümmel gestürzt. Ich habe schon einige Videos gesehen darüber, über Vanguard, und war schon so enttäuscht. Ich wollte mir dann aber selber nochmal ein Bild machen und bin immer noch enttäuscht. Um es vorwegzunehmen, ich werde es mir nicht holen, nicht für 60 Euro, und die Konsolenspieler unter euch legen ja da noch ein paar Euro mehr drauf. Was hat mich eigentlich so gestört? Es war, das Movement fand ich irgendwie nicht so berauschend, das Leiden ging nicht, ich bin irgendwie auch unter Beschuss, hatte ich so das Gefühl, dass ich irgendwie nicht schnell genug auch wegkomme. Ich habe irgendwie keine Abzeichen gesehen bei den Abschüssen, wie ich es aus den anderen CODs vorher kenne, was mir eigentlich immer sehr gut gefallen hat. Aber dafür haben sie zwei große Neuerungen eingebaut, und zwar der Abschussfeed scrollt jetzt nicht mehr von unten nach oben. Nein, fand ganz fantastisch jetzt von oben nach unten. Und ganz wichtig, da in der Mitte dieser sinnlose Textchat, der eingeblendet ist von Anfang an, den man abstellen kann in den Interfaces. Wer kommt auf so eine sinnlose Scheiße? Ich meine, das Zeug liest sich doch keine Sau durch, was dort steht. Warum? Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Scheiße, ich bin festgenagelt. Das ist auch, du hörst alle zwei Sekunden, Scheiße, ich bin festgenagelt. Obwohl du schon tot bist. Er schreit, ich bin festgenagelt. Er liegt schon längst im Dreck. Ich muss sagen, okay, stellenweise hat es schon Spaß gemacht. Das war aber wahrscheinlich auch mal so der Rausch des Neuen sozusagen. Neue Waffen, neue Maps. Es hat absolut nicht überzeugt. Es ist eigentlich wieder eine absolute Frechheit, was Activision uns da hier vorsetzt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass sich da irgendwas verbessern wird noch. Vor allen Dingen die Surfer werden wieder die absolute Enttäuschung sein. Und es gibt auch bestimmt reichlich Leute, die sich diesen Mist kaufen werden. Davon bin ich überzeugt, aber das ist ja deren Geld und nicht meins. Aber auch die Spawns sind so beschissen. Da spawnen die Leute direkt vor dir, direkt neben dir. Es ist, sie tauchen schlagartig hinter dir auf. Gekämmt, es wird gekämmt wie Hacker. Sie sitzen überall in ihren Scheißecken und kämpfen sich die Ärsche wund. Es ist der Wahnsinn. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin auch mit Cold War und Modern Warfare und mit Black Ops 4 bin ich zufrieden, wie man so halt zufrieden sein kann. Und ja, was mir auch besonders aufgefallen ist, die Runden kamen mir extrem kurz vor. Ich habe Aufnahmen gehabt, die gingen gerade mal so 6 Minuten. Klar, nun hängt das auch mit von dem Spielmodi ab, den du gewählt hast. Abschuss bestätigt oder sowas, wenn du halt, wenn die Plaketten da gesammelt worden, um den Sieg zu erreichen. Klar, aber fühlt sich irgendwie bei COD, also bei Cold War oder den anderen Spielen, hat sich das trotzdem irgendwie länger angefühlt. Und hier hatte ich so das Gefühl, Alter, du bist doch gerade erst rein in die Runde und schon geht's wieder raus. Was ist denn da los? Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Spiel können sie von mir aus in die Tonne drücken, den Mist. Vanguard ist der Reinfall des Jahres, würde ich mal so sagen. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Piano Wortkrieg. Was war das? Oh. Alle nur am Fluchen hier, das ist so geil. Wie kann man sich denn hier heilen zum Fick nochmal? Was bringt mein Radar nicht? Ich hab doch Radar. Oh, ich weiß, dass du gar nicht tot damit jetzt schon mag. Was ist das? Dann musst du da rüsselt. Ja, dann geht. Ja. Was ist das, Beutel? Ja, ich hab die alle. Sehen wir dann. Nein, da ist ihn wohl dann. Ach so, ich hab hier den Ingame-Chat an. Dann war ja Knubbe. Alte Schnauze! Also ausgelernt, du bist doch schon. Oh Gott. Ich mach dich jetzt mundtot. Sollst mal sehen, Alter. Wo ist denn das? Wieso ist denn die Scheiße? Sprachchat an, Alter.
seid ihr nicht ganz dicht? Das ist aber, weißt du, das Lustige ist, ich hab den aus und hör die trotzdem manchmal. Das ist echt komisch. Oh, ich dachte mir, hey, was ist denn das? Wer labert denn hier? Kriege ich auch mal hier ein Feedback, dass ich ihn gekillt habe? Wie so Abzeichen oder so ein Scheiß? Oder gibt's das hier nicht? Die Spawns sind total asozial. Auf jeden Fall. Das Geile ist, der Benji kommt dann von der Arbeit und wir hören dann auf, weil es scheiße ist. Oh. Ja, die Beta spiele ich schon. Alter, bin ich schlecht. Ey, ich bin Erster, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, sag mal, kann ich diesen Chat in der Mitte eigentlich ausschalten? Der nervt da so völlig. Ja, aber richtig. Ich weiß nicht, was dieses Scrolle dort ist, Alter. Warte mal. Geht mir richtig hart auf den Sack. Einstellung, Interface wahrscheinlich. Textchat. Nur System. Das war mit ihr nicht in Ordnung. Ich kann ihre Blicke auf mich. Eure Daten stehen bereit. Doppelabschuss. Dreifachabschuss. Ich kann den Textchat nicht wegmachen. Nein. Was? Das kann man nicht wegmachen? Wollen die mich verarschen? Was links lang? Ich glaube, ich habe meine Waffe gefunden. Neue Daten stehen bereit. Doppelabschuss. Schon wieder von hinten, das gibt's überhaupt nicht. Wieso sind die denn immer hinter uns? Das kann doch alles nicht wahr sein. Wer pfeift? Was ist das? Ja. Was, das pfeift jemand? Ich schreib's auf deinen Deckel. Ich habe irgendwas pfeifen gehört. Du musst aber diesen Sprachchat hier wegbekommen. Oh, hat es mich weggebombt. Ey, ja, das kann doch nicht sein, dass der Mist hier immer aktiv ist. Werfe Granate. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Scheiße, ich bin festgenagelt. Ist der dumm? Da piekt der zweimal davor, obwohl... Wo ich mit einem MG geschossen habe und wieder hinter mir, das gibt's doch gar nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Kommen die Leute denn immer hinter uns? Sie wissen irgendwie durch die Mitte durchlaufen oder irgendwas. Mann, Fotzen, Scheiß, Mist. Ich kann ihre Blicke auf mir spüren. Oh, Goliath kommt von unserer Seite aus. Ich bin festgenagelt! Feind wirft Rauch! Ich glaube, ich werde beobachtet. So, jetzt halte ich hier aber mal Wache. Doppelabschuss! Ah, die können durch das Gebäude irgendwie dann. Ah, okay, jetzt check. Ich kann ihre Blicke auf mich. Ich bin festgenagelt! Werfe eine Granate! Oh, die sind unter uns. Die sind unter uns. Was, unter uns? Meinst du unter uns in unseren Reihen oder unter uns in der Erde? In dem Gebäude, aber in der untersten Etage. Ach so. Feindliche Vorräte nähern. Gleich noch mehr. Ach, verdammt, einer noch oben. Hey! Und schon wieder ist die Runde rum, ey. Das ist so sinnlos, dass man Vanguard vorbestellen soll. Und alle sind nur am Fluchen, wie schlecht dieses Spiel ist. Ja, ja, der richtig Rotz irgendwie. Also, das erinnert mich an so ein.
Spiel, was ich auf Tablet gespielt habe. Richtiger Rotz ist das, richtiger Rotz. Dafür würde ich keine 10 Euro ausgeben. Naja, 10 maximal. Au, schon wieder oben. Nee, das mit dem Schiff ist scheiße. Mit dem Schiff ist scheiße. Mach's nicht mit. Das ist doch B, das macht doch Sinn. Ja, aber man kriegt doch hier nur auf den Sack. Die kommen ja immer von allen Seiten. Ich erobere A. Wir erobern Abel. Abel, Alter. Abel noch. Wenn er noch einmal Abel sagt, Alter. Abel gehört schon. Ich hab's gesagt. Gibt's doch nicht! Oh, ey. Leute. Abel ist in Gefahr. Wir verlieren Ziel Abel. Ich nehme Zabel ein im Alleingang, Jungs. Oben ist was drauf. Ich bin festgenagelt. Ich hab Zabel erobert. Ja, du Guter. Yes. Ich komme zur Verteidigung. Alter, dieser Dreckscamper, er hängt immer noch in dieser Ecke, ey. Ich verliere ihre Lust. Bei so viel ich Dreck. Auch. Das ist der letzte Müll, dieser Scheiß. Ich würde das nicht mal zocken, wenn man eben mir 10 Euro dafür geben würde. So sieht's nämlich aus. Doppelabschuss! Ihr holt sie zurück, feindlicher Goliath unterwegs. Ja, das ist ein Goliath. Es ist so ein kleiner Panzer, muss ja, ich sagen. Ich sehe ihn. Der Hauptpanzer. Er kann nur springen. Hm. Geht er mal kaputt hier oder was ist da los? Er kommt! Wir sind angeschlagen, ist klar, Junge! Ich war 100 Meter weiter weg, du Scheißvieh! Oh. Achso, das Scheißvieh hat mich auch platt gemacht, alles klar. Du bist mir entgegen rangekommen. Nee, ich war hinter dir. Nee, Senseless. Warte. Ja, genau. Kommt das Vieh hier an die Fahrt? Da ist es. Es fährt hier rum, das Idiotenteil. Oh, hat mich auch platt gemacht gerade. Achso, mich diesmal nicht, obwohl ich daneben stand. Hinter mir, hinter uns, Mutti, hinter dir. Was? Mutti. Mutti. Ja, danke. Ja. Danke, ich hab'n. Hinter dir. Ja. Mutti. Oh, ich hab' mal einen Glück gemacht, geil.